Automobilforum Kuttendreier, zum dritten Mal Gewinner des Ford Chairman Award, die höchste Auszeichnung für zufriedene Kunden, wünschen gute Unterhaltung. Automobilforum Kuttendreier und AHG. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit dem Niederlassungsleiter der BMW-Vertretung unterhalten. Herr May, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sagen Sie, Sie haben das jetzt hier übernommen, diese Niederlassung in München. Das ist ja nun die größte Niederlassung in Deutschland. Hat sensationelle Zahlen geschrieben in den letzten Jahren, hat sich eigentlich immer weiter verbessert. Wie groß ist der Druck auf Sie, dieses Ergebnis weiter mindestens zu halten oder zu erhöhen? Als erstes ist es schon mal eine schöne Aufgabe, diese neue Niederlassung führen zu dürfen. Und da sprechen wir nicht von Druck, sondern erstmal Ehre. Mein Vorgänger oder meine Vorgänger hier in München haben da einen absoluten, soliden, tollen Job gemacht. Den habe ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe, natürlich ist da auch ein bisschen Druck dabei, das dementsprechend weiterzuführen, weil bei BMW, wissen Sie selbst, das ist der größte Handelsbetrieb, den BMW hat, den möchte ich natürlich auch so erfolgreich weiterführen. Genau, das ist die größte Niederlassung, die BMW in ganz Deutschland hat. Den größten Absatz haben Sie hier auch von den Autos. Das ist, sind so über 28.000 sind im letzten Jahr verkauft worden. Wie weit lässt sich sowas eigentlich in einer Autostadt wie München noch nach oben treiben? Ganz einfach, wenn Sie die Modellvielfalt sehen, die wir gerade haben. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt ja auch wieder dementsprechend Neuvorstellungen. Und durch die Neuvorstellungen oder jetzt ganz klar der BMW i3, die Elektrifizierung, das pusht natürlich die Marke. Und damit werden wir dementsprechend auch neue Kunden generieren. Und damit können wir dementsprechend auch mehr Markt machen, auch in München und im Umfeld. Wie viele verschiedene Modelle lassen sich eigentlich jedes Jahr wieder neu auf den Markt bringen? Wenn man mal überlegt, in den 80er Jahren, da hatte BMW deutlich weniger Modelle, die es zu verkaufen galt. Jetzt hat sich das natürlich ungeheuer vervielfacht. Ist es für Sie, der Sie dann auch verkaufen muss, einfacher, da eine große Palette zu haben? Oder wünschen Sie sich auch irgendwo wieder Zeiten zurück, wo es übersichtlicher war? Wenn Sie, und das haben wir uns dementsprechend auf die Fahne geschrieben, profitables Wachstum haben möchten, das Wachstum kann nur kommen durch neue Kundenschichten. Und das heißt, dementsprechend müssen wir auch dementsprechend für diese Kunden, für dieses Klientel, für diese Nische auch dementsprechend Fahrzeuge kreieren, wie zum Beispiel das Dreier Grand Coupé oder der Dreier Grand Turismo, den haben wir jetzt ja gerade vorgestellt. Da haben wir jetzt wieder festgestellt, da gibt es Kunden, die genau auf dieses Auto gewartet haben, die sagen, ich möchte ein bisschen höher sitzen, auch das mit der Heckklappe, wunderbar. Also das sind solche Themen, dementsprechend gerade auch nochmal auf die Frage Volumen, können wir mehr Volumen machen und auch dementsprechend die Kundenbedürfnisse befriedigen und die werden immer höher. Die werden immer höher und immer mehr, Gott sei Dank. Und das Premium-Segment an sich wächst, Gott sei Dank. Ist das auf München zurückzuführen? Ist der Münchner Markt gerade prädestiniert, dass es im Premium-Bereich Zuwächse gibt? Oder können Ihre Kollegen in anderen Regionen in Deutschland das Gleiche behaupten? Da kann ich ganz offen sagen, für gerade speziell in Deutschland, wo überall die Marke repräsentiert wird, der ganze Handel und Niederlassungen, wir profitieren da gleichmäßig von, weil überall gibt es, ob das in Hamburg ist, in Frankfurt, Berlin oder jetzt hier in München oder auch im ländlichen Land, gibt es auch dementsprechend auch Vertretungen, die auch dort die Kunden vor Ort haben, die auch diesen Dreier Grand Turismo haben wollen oder den Siebener oder den Einser. Also das ist gleichmäßig verteilt, aber klar, zweifelsohne, München ist schon ein toller, prosperierender Markt, den wir gern dementsprechend auch bedienen möchten. Gesamtumsatz über 1 Milliarde. Ich meine, das ist natürlich auch so eine Latte, wo es heißt, also wenn das mal wieder unter 1 Milliarde rutscht, dann ist das eine News, dass den Umsatz über 1 Milliarde zu halten. Wir reden also nur hier von dieser Niederlassung. Das ist schon ein sportlicher Ansatz. Ja, aber ich will ungern von Umsatz reden. Umsatz ist natürlich wichtig. Aber das Wesentliche ist bei uns ein Ergebnis und das haben wir seit Jahren dementsprechend auch steigern können. Und das ist meine Hauptaufgabe. Natürlich muss der Umsatz auch stimmen. Das ist nicht einfach, aber wie gerade erwähnt, mit den neuen Modellen
Und es wird ja nicht nur über die neuen Modelle generiert, sondern auch durch das After-Sales-Geschäft, wo wir uns breiter aufstellen, das Gebrauchtwarengeschäft. Motorrad haben wir gerade, die GS 1200 wieder vorgestellt. Also da haben wir auch Neuerscheinungen und dementsprechend beflügelt das natürlich auch den Umsatz und vor allem auch das Ergebnis. Bei diesen über 28.000 Autos, die im letzten Jahr verkauft wurden, da geht es ja um neue Modelle und Gebrauchtwagen. Wo sehen Sie gerade hier in München und im Umfeld einen größeren Wachstum? Sind es die Gebrauchtwagen oder sind es die Neuwagen? Also die Neuwagen wachsen, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man momentan sagen. Bei den Gebrauchten muss man unterscheiden zwischen jungen Gebrauchten, das sind sogenannte Dienstwagen, und der echt Gebrauchte, der 5, 6 Jahre alt oder jung ist, wie Sie es sehen wollen. Beides wächst hervorragend und wenn Sie das im Vergleich sehen, wir haben 55% Neuwagenanteil, 45% Gebrauchtwagenanteil. Weil der junge Gebrauchte ist ein Dreivierteljahr alt, der ist auch sehr gefragt und hier können wir dementsprechend auch jetzt mittlerweile hervorragend die Münchner und das Umfeld hier in München als Gebiet sehr gut bedienen. Sie haben eben angesprochen, dass auch auf dem Gebiet der Elektrofahrzeuge sich was tut. Was tut sich da wirklich? Ist der Verbraucher tatsächlich da jetzt sensibilisiert und will da eine Entwicklung sehen? Oder ist es doch immer wieder die klassische Karosse, die Sprit braucht und wo man sozusagen mit aufgewachsen ist und was man da erlebt hat, dass sich das durch das Elektrofahrzeug eigentlich gar nicht ausgleichen lässt? Da kann ich so sagen, der neue BMW i3, den wir im November vorstellen werden, ist genau das, was Sie gerade sagen, halt nicht. Wir haben, wie gesagt, uns was einfallen lassen bei BMW. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir haben ein komplett neues Konzept entwickelt. Und das ist mit einer Wertschöpfungskette, die richtig nachhaltig ist, von der Entstehung, bis wir ihn auf den Markt bringen und darüber hinaus. Und das bieten wir nur von BMW an. Die meisten Hersteller haben drumherum nichts gebaut, sondern die haben ein normales Fahrzeug genommen, dementsprechend die Batteriekomponenten reingesteckt, das war's. Wir haben uns richtig Gedanken gemacht in den letzten Jahren und bringen hier wirklich für den Markt eine Revolution. Die kommt wieder vom BMW. Und der Kunde, können wir jetzt schon feststellen, die dementsprechenden Reservierungen und Anfragen über Internet sind gigantisch. Also das Interesse ist da. Und vor allem, wir müssen uns verändern. Bis 2020 hat uns die EU klare Aufgaben gegeben. Und die werden wir auf alle Fälle nicht nur erfüllen, die werden wir übererfüllen, weil wir halt vom BMW sind. Was ist denn da anders an diesem Modell? Also viele Modelle wirken ja nicht unbedingt so, dass man sagen kann, sie sind cool. Sie sind etwas, wo man sich unbedingt reinsetzen will und sich zeigen will. Außer, dass es eben eine andere Antriebsform ist. Der BMW i3 speziell, das ist ein Elektrofahrzeug, aber es ist hip. Wir wollten ein Fahrzeug bauen, was auch sich dementsprechend auch von den anderen Fahrzeugen abhebt. Von den anderen Herstellern abhebt. Und das mit diesem Projekt, beziehungsweise mit dem i3, der ab November hier bei uns dann für die Kundschaft zu kaufen ist, werden Sie alles erleben. Allein das Kohlefaserkonzept mit Kunststoff, das ist einmalig. Wer bietet das an? Wer bietet das an momentan bei den anderen Automobilherstellern? Da sind wir einzigartig unterwegs und werden dann im nächsten Jahr auch noch mit dem i8 folgen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den BMW i3. Wie aufgeschmissen bin ich denn dann mit so einem Elektrofahrzeug in einer Stadt wie München zum Beispiel, wenn ich es wieder aufladen will? Da sind Sie nicht aufgeschmissen. Da gibt es genügend Punkte. Die Reichweite bei dem Fahrzeug sind 160 Kilometer. Jetzt müssen Sie überlegen, wie viele Kilometer fahren Sie am Tag? Sie können sich dementsprechend das Fahrzeug daheim natürlich laden. Und es gibt genügend Möglichkeiten, das auch in der Stadt zu tun, nicht nur in München. Da werden Sie dementsprechend systemseitig im Fahrzeug auch geführt. Und da gibt es alle Möglichkeiten und 160 Kilometer, das ist eine Menge. Überlegen Sie sich, im Durchschnitt werden 44 bis 50 Kilometer am Tag gefahren. Da ist dieses Fahrzeug prädestiniert. Haben Sie denn, wenn Sie sich gerade mal so eine Stadt wie München angucken, das Gefühl, dass Autos überhaupt erwünscht sind noch in dieser Stadt? Also es wird ja immer mehr für Fußgänger, für Fahrräder freigemacht. Und für Autos immer weniger Optionen dargestellt, wo man sie überhaupt abstellen kann. Und eventuell gibt es noch eine Einfahrtsgebühr irgendwann nach München. Also wie sehen Sie die Entwicklung? Also die individuelle Mobilität wird sich keiner nehmen lassen, ob mit Fahrrad oder. Aber ich sage ganz offen, wir können auch hier feststellen in München, dass da noch eine große Nachfrage ist.
Und natürlich, da gibt es Parkhäuser, die höhere Eintrittspreise, wie ich immer so schön sage, verlangen. Aber ich sehe ja, was in der Stadt los ist, aber auch in den anderen Städten, dass diese individuelle Mobilität mit dem Fahrzeug, mit vier Rädern wohlbemerkt, immer noch angesagt ist. Inwieweit unterstützen Sie dieses Carsharing in München oder überhaupt in Deutschland? Weil das ja wohl auch eine neue Form des sich Fortbewegens sein wird. Absolut. Drive Now haben wir, das ist die Antwort. Und das haben wir in mehreren Städten schon ausprobiert. Und nicht nur das, dass wir momentan Zuwächse haben und Mitgliederzahlen, die für sich sprechen, wo wir alternativ dementsprechend auch eine Möglichkeit anbieten, für eine gewisse Zeit unser Produkt zu fahren. Und das wird angenommen, gerade für diejenigen, die den BMW jetzt, sagen wir mal, hier in München haben, fliegen nach Hamburg und wollen das oben, oder in Berlin, wollen da oben weiterhin mit dem Produkt fahren, haben sie die Möglichkeit, über Drive Now dementsprechend sich ein Fahrzeug freizuschalten. Können Sie sich vorstellen, dass man gar nicht mehr ein Auto sich direkt kauft, sondern dass man sich Kilometer kauft, die man dann abarbeitet? Da kann ich die Perspektiven, wie es in den nächsten 10, 15 Jahren sein wird, jetzt nicht vorhersehen. Also ich glaube, das ist meine Meinung, dass wir da noch viel Zeit ins Land gehen vor dem Hintergrund, weil die meisten Kunden möchten noch ein eigenes Fahrzeug, ich sagte es gerade, individuelle Mobilität haben, so dass sie wirklich sagen können, ich gehe in meine Garage und fahre jetzt nach A oder nach B. Wenn Sie sich Ihre zwei Vorgänger angucken, die die Niederlassung hier in Berlin, in München geführt haben, inwieweit werden Sie sich unterscheiden? Was werden Sie für neue Impulse geben? Also was wir bei BMW alle im Blut haben müssen, der Erfolgsfaktor, den hatten auch meine Vorgänger im Blut mit der Mannschaft. Wie ich gerade schon eingangs sagte, ich habe da eine super Mannschaft übernommen. Ich werde natürlich den Meichenstempel aufsetzen. Ich bin genau wie auch meine Vorgänger, und das werde ich auch in Zukunft machen, die Kundenorientierung steht im Vordergrund. Da können wir hier und da noch ein bisschen mehr dran arbeiten, sage ich mal, und das ausbauen. Und mein Ziel ist natürlich auch Ende des Jahres oder für die nächste Pressekonferenz dementsprechende positive Zahlen vermelden zu können. Da sind wir auf einem guten Weg. Wird das für Ihre Mitarbeiter anstrengender werden, wenn Peter May jetzt sozusagen die Erfolge seiner Vorgänger noch mal toppen will? Wir werden das, was wir gut können, dementsprechend belassen. Und ich sage mal, Peter May, das wird anders. Es wird nicht anstrengender, anders. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Automobilforum Kuttendreier, zum dritten Mal Gewinner des Ford Sherman Award. Die höchste Auszeichnung für zufriedene Kunden, wünschen gute Unterhaltung. Automobilforum Kuttendreier und AHG. Just Drive. Automobilforum Kuttendreier, zum dritten Mal Gewinner des Ford Sherman Award. Die höchste Auszeichnung für zufriedene Kunden, wünschen gute Unterhaltung. Automobilforum Kuttendreier und AHG. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Peter May, sind Sie selber auch Motorradfahrer? Ich fahre auch Motorrad, zwar nicht so häufig wie hier der Herr Zimbrich, von Leiter der Motorradabteilung hier, aber ab und zu mal. Was sind denn da jetzt die neuen Ansätze bei BMW? Inwieweit, also gerade wenn wir uns eben über Elektroautos unterhalten haben, was tut BMW bei Motorrädern in diesem Bereich? Also da sind auch Planungen, die sind aber noch nicht bekannt. Da wird es auch dementsprechend im Elektrobereich, wird da auch was kommen. Aber da kann ich Ihnen aktuell noch nichts Konkretes sagen, aber frohe Botschaft, auf dem Weg befinden wir uns da auch. Aber was Aktuelles kann ich Ihnen sagen, die R1200 GS haben wir ja dieses Jahr vorgestellt und die läuft wieder sehr gut und Gott sei Dank. Wer sind da so Ihre Kunden? Wer kauft Motorräder? Das sind Kunden, die kommen, wo wir gerade bei den neuen Automobilen waren, die fahren natürlich einen BMW und sagen, okay, ich möchte noch ein Motorrad haben. Das sind teilweise von 18, 19 bis hoch in die 70er, die sich für dieses Produkt auch aus der Historie, das ist halt eine tolle Historie bei BMW, die Motorräder immer noch begeistern können. Und die halten wir wirklich gut bei Laune mit einem tollen Produktprogramm. Wenn man so überlegt, 70er Jahre, Easy Rider, das war so auch so ein Verkaufsargument damals. Wie hat sich das Verkaufen von Motorrädern, würden Sie sagen, so in den letzten Dekaden verändert? Also Motorräder einfach hinstellen und gucken, dass der Kunde ins Auto ins Motorradzentrum kommt, das reicht nicht. Wir haben schwer richtig gute Aktivitäten laufen, dass wir dem Kunden live am Motorrad mit Ausfahrten und dementsprechend an gewissen Plätzen auch zeigen, was dieses liebe, tolle Motorrad kann und dementsprechend auch, was dann der zukünftige Kunde mit dem Motorrad machen kann. Also proaktiv und natürlich mit Emotionen versehen verkaufen wir in Zukunft
immer mehr die Motorräder. Sprich, die Profahrt allein reicht nicht. Wir haben Instruktoren, die dementsprechend auch den Kunden zeigen, was unsere BMWs können. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen von anderen Modellen, von anderen Firmen in den Mund nehmen, aber wer ist denn Konkurrent von BMW? Wer würden Sie sagen, ist in Ihrem Motorradsektor ein ernstzunehmender Konkurrent? Das sind die Konkurrenten, die sich auch, ich sag mal, im Premium-Segment tummeln. Mit denen können wir uns vergleichen, ohne da Namen zu nennen. Die werden allen bekannt sein, die größeren Namen. Mit denen sind wir natürlich dementsprechend im Premium-Segment unterwegs. Wie begegnet man sich da auf Messen eigentlich, in dem Moment, wo man neue Modelle vorstellt? Hochprofessionell, wie man sich unter Kollegen, auch bei den vierrädrigen Fahrzeugen, hochprofessionell begegnen wir uns da, mit allem Respekt. Aber jeder kämpft da um sein Modell, um die Gunst der Kunden. Und das machen wir ja gerade hier bei den Zweirädern hervorragend. Es gibt ja gerade im Modesektor ganz klar die Erkenntnis, dass jeder von dem anderen Ideen klaut, die dann für sich auch umsetzt. Wie erleben Sie das auf dem Motorradmarkt? Also, da kann ich nur von BMW reden. Wir haben natürlich dementsprechend Menschen unterwegs, die sich den Markt anschauen, die sich auch dementsprechend den Trend anschauen, wo geht das im Zweiradsektor hin. Aber daraus machen wir dann unsere eigenen Kreationen und unsere eigenen Motorräder, wie zum Beispiel mit dem Scooter, den wir jetzt gebracht haben. Das ist natürlich, den gibt es in einer ähnlichen Form, schon von anderen Herstellern. Aber wir sagen immer, wenn wir eins machen, das muss hip sein, beziehungsweise das muss im Premium-Segment stattfinden. Und das ist bei uns der wichtigste Punkt. Also Premium-Segment ist ja nun nicht unbedingt für alle Zielgruppen geeignet. Also gerade wenn Sie junge Menschen ansprechen wollen, deren Portemonnaie noch nicht so weit geöffnet sein kann, wie eben bei Leuten, die vielleicht über 50 sind und Geld übrig haben. Wie gehen Sie da marketingmäßig vor? Also welche Zielgruppe versuchen Sie wie anzusprechen? Dafür haben wir zum Beispiel jetzt auch kleinere Motorräder im kleineren Segment, dementsprechend aber auch mehr Premium-Segment, wo wir sagen, die im einstelligen Bereich vom Kaufpreis dort vorgehen. Und dementsprechend, wie jetzt hier auch mit dem Scooter, führen wir die Kunden langsam ran an, ich sage mal, an die R1200 GS. Sie als Niederlassungsleiter jetzt mal Motorräder und Autos zusammengefasst, müssen ja immer mit neuen Produkten umgehen. Mal ehrlich, wenn Ihnen ein Produkt mal nicht so gefällt, wie gehen Sie damit um? Sie müssen ja alles emotional nach außen hin als was Positives verkaufen. Also ich kenne zurzeit kein Motorrad und auch kein Fahrzeugmodell, was mir nicht dementsprechend gefällt, was ich emotional nicht so rüberbringen müsste. Gott sei Dank. Ich bin jetzt seit 25 Jahren beim BMW. Gott sei Dank hatte ich diesen Moment noch nicht. Jetzt, wenn Sie sagen, Sie sind seit 25 Jahren bei BMW, wie schwierig ist es vor Ort eben wirklich diese Produkte zu verkaufen? Also es ist ja was anderes, als wenn man eine Niederlassung leitet und wenn man als Verkäufer direkt am Kunden ist. Ja, ich habe selbst mal als Verkäufer angefangen. Was muss dieser Mensch mitbringen? Und das ist ganz wichtig. Er muss als erstes überzeugt sein von seinem Produkt. Zweitens, er muss die Empathie haben zum Kunden, Leidenschaft vermitteln, Emotionen und ihn natürlich auch für das Produkt BMW. Das war früher meine Aufgabe, das ist heute meine Aufgabe. Das hat sich in 25 Jahren noch gar nicht geändert. Und das verlange ich auch heute von meinen Verkäufern. Kann nicht jeder, weil sie müssen mit Menschen können. Es muss menscheln und das tut es bei uns bei BMW hier in der Niederlassung München. Deshalb bin ich stolz auf die Truppe, die das jedes Jahr, Jahr für Jahr dementsprechend auch hervorragend machen. Gibt es einen anderen Ansatz bei Gebrauchtwagen als bei neuen Modellen? Das ist der Punkt, das wurde ich vor kurzem gerade gefragt. Nein, auch der Kunde, der 30.000 oder 60.000. Bei BMW sind sie überall im Premium zu Hause, ob das Gebrauchte sind oder die neuen. Und dementsprechend ist der Anspruch der gleiche. Wie ist das eigentlich, wenn man einen Gebrauchtwagen eintauschen möchte gegen ein neues Modell? Inwieweit kann der Kunde dann mit einem fairen Abkauf seines alten Wagens rechnen, um ihn dann für den Neuwagen um das Geld dann für den Neuwagen zu investieren? Da gibt es ja dem Fall auch dementsprechende Fakten aus dem Bereich Schwacke und Dekra. Da holen wir uns den Einkaufspreis her, erklären das dem Kunden und da durch Dekra oder durch den TÜV oder durch die Schwacke wird ein fairer Preis ermittelt und dementsprechend kommt der Gebrauchtwagenpreis dann für den Kunden nachvollziehbar auch zustande.
Ist es besonders reizvoll für Sie, jemanden aus einem anderen Modell zu BMW rüberzuholen und ihm dadurch günstigere Konditionen vielleicht sogar anzubieten für sein altes Modell? Also die Loyalität ist schon mal sehr wichtig, dass die Familie zusammenbleibt. Aber der nächste Punkt natürlich, wir wollen wachsen und das können wir nur, wenn wir den Wettbewerb dementsprechend auch gute Kunden zu uns, ich sag mal vorsichtig, generieren. Wenn Sie sich das Angebot anschauen und die neuen Modelle auch aus neuen Märkten, also ich denke jetzt auch an China, ich denke an Indien, die ja auch eigene Modelle jetzt bauen und sich natürlich sehr an den deutschen Modellen orientieren. Ab wann, glauben Sie, wird es ein ernstzunehmender Konkurrent auch hier auf dem deutschen, aber auch auf dem internationalen Markt, diese neuen Autos aus den aufstrebenden Märkten? Wenn sich diejenigen Firmen auch im Premium-Segment, da sind wir wieder beim Thema, wirklich bewegen. Und das tun sie zurzeit noch nicht. Glauben Sie, dass es der Autoindustrie, wenn es den chinesischen Markt nicht gäbe, heute in einem sehr viel größeren Druck auch im Inland arbeiten müsste? Also China ist ein hervorragender Markt, auch für uns, und da haben Sie vollkommen recht. Da sind viele, viele Automobilfirmen ansässig und das ist ein sehr wichtiger Markt mittlerweile geworden. Absolut. Haben Sie da Sorge, dass der deutsche, der Inlandsmarkt dadurch eventuell sogar vernachlässigt werden könnte, aufgrund dieses letzten großen Markts, den es auf der Welt gibt? Überall gibt es dementsprechende Leitervertrieb, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, die dafür verantwortlich sind, dass diese Marke BMW, egal in welchem Land wir sind weltweit, dass das dementsprechend vernachlässigt wird, sondern dass wir da das Bestmöglichste aus jedem Land herausholen. Erwarten Sie auch da, dass da Modelle verkauft werden, die hier also sozusagen zu den unteren Modellen in Ihrer Palette gehören? Nochmal die Frage, Entschuldigung. Das in China werden ja im Moment nur der 5er, der 7er und die großen Markenwagen verkauft. Erwarten Sie, dass das auch irgendwann mal in die kleineren... Da werden auch die kleineren Modellreihen sukzessive folgen und der 3er wird ja auch schon dort verkauft. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Peter May, jetzt sind wir bei Mini München. Beschreiben Sie doch mal die Zielgruppe, die der Mini heute hat. Wir hatten seinerzeit, wo wir ihn vorgestellt haben, da hat man immer gesagt, oder die Marketiers, die postmodernen Menschen, die werden so oder so sein. Jetzt haben wir schon Gott sei Dank über 10 Jahre Erfahrungswerte vom ersten Mini ab, den es von BMW, von der BMW Group gab. Und ich kann sagen, von 18 bis 86 haben wir bis jetzt schon Autos ausgeliefert. Das sind meine Erfahrungen. Was sind das für Menschen, die einteils eine Verbindung zu dem alten Mini hatten und das mit rübergenommen haben zu unserem neuen Mini? Es gibt aber auch neue Zielgruppen, die einfach sagen, hey, was habt ihr aus dieser Marke gemacht? Auch mit diesen verschiedenen Derivaten. Jetzt zum Schluss haben wir gerade den Paceman vorgestellt. Das sind Menschen, die im Premium-Segment dabei sein wollen, aber sagen, komm, so ein Mini mit der Farbkombination und mit den Felgen, den will ich haben. Wenn man so den ein oder anderen alten Mini, das Original noch sieht, ja, dann ist das ja ein fast armseliges Auto, ne? Im Vergleich zu dem, was heute so ein Mini darstellt. Also da sieht man mal, wie sich das auch verändert hat, wie die Fahrzeuge sich heute sozusagen auch ausgebreitet haben in der eigenen Größe. Gott sei Dank ist das der Fall. Man kann aber dazu sagen, bei dem Mini von heute haben sie noch eines vom alten, das Go-Kart-Feeling. Mhm. Auch also diese Gene haben wir mit übernommen, auch auf dem neuen. Da haben also unsere Ingenieure und Designer darauf geachtet, von der Linienform, das natürlich moderne in die heutige Zeit zu tragen. Aber Sie müssen ihn fahren, dann werden Sie erleben, was ich Ihnen gerade hier versuche zu schildern. Als BMW Mini gekauft hat aus England, war Ihnen da der Erfolg gleich bewusst, den Mini für BMW in den kommenden 10 Jahren einfahren wird? Also ich war seinerzeit für BMW in Leipzig und da haben wir damals den Mini vorgestellt. Und bei der Resonanz, beim Kauf kann ich das jetzt beurteilen, aber bei der Resonanz der Erstvorstellung, wo die halbe Stadt bei uns war, um dieses neue Produkt zu sehen, war ich mir sicher, das wird eine Erfolgsgeschichte. Wie verkaufen Sie denn jetzt den Mini? Ist das mehr so ein Lifestyle-Auto oder planen Sie eigentlich auch, dieses Auto so ein bisschen in die Öko-Richtung zu bringen? Also, dass man sozusagen auch dieses neue Öko-Bewusstsein mit in diese Marke reinbaut?
Wir haben natürlich den Mini, der ist Mini, der ist kleiner. Und Lifestyle hatten Sie gerade erwähnt, das ist schon wichtig. Das muss ich nicht widersprechen. Das haben wir ja hier gerade bei dem Mini und mit dem Urmini gerade auch dementsprechend damals auf die Straße gebracht. Jetzt zum Beispiel bei dem Countryman, wo wir stehen, den haben wir vorgestellt für Kunden. Das waren Kundenwünsche, die uns sagten, Mini ja, aber vielleicht ein bisschen größer und bitte 4 Türen. Also sind wir auf Kundenwünsche eingegangen und den können Sie als Diesel bekommen, sehr sparsam, ökologisch, oder als John Cooper Works mit über 200 PS. Gerade bei dem Modell fragt man sich natürlich, wie viel Mini steckt da überhaupt noch drin, nicht? Also der ist ja nun schon ziemlich groß geworden. Ja, das sind, wie ich gerade erwähnt habe, das sind Kundenwünsche, weil der Kunde ganz klar sagte, 2 Türen reichen hier nicht mehr, wenn der noch Mini noch einen mit 4 Türen bringen könnte. Und das haben wir natürlich auch dementsprechend aufgenommen, diesen Trend. Und der Countryman ist mittlerweile eine feste Größe in der Mini-Familie. Bei den Cabriolets, da wird es dann schwierig, noch einen Koffer reinzubringen, nicht? Denn der ist natürlich da auch aufgrund des Verdecks ziemlich ausgelastet, was das anbelangt. Die Kunden, die solche Fahrzeuge fahren, die haben dementsprechend das Gepäck. Also der Kofferraum lässt schon natürlich Gepäck zu, natürlich begrenzt. Aber die Kunden, dieses Klientel, denen reicht das. Lassen Sie uns über Ausbildungsplätze sprechen bei BMW, auch bei Mini. Wie haben Sie sich da entwickelt in den letzten Jahren? Was bieten Sie dem Münchner Ausbildungsmarkt an? Gutes Stichwort. Wir haben gerade heute wieder 101 Azubis eingestellt. Wir haben momentan aktuell insgesamt in der Ausbildung über 300 Auszubildende in allen Bereichen, im kaufmännischen Bereich und im gewerbetechnischen Bereich. Und da sind wir momentan in der Größenordnung schon führend. Und man muss dazu sagen, jetzt gerade in dieser Hochvolttechnik haben wir jetzt ein neues Feld aufgemacht. Und dementsprechend können wir auch in Zukunft den BMW i3 natürlich auch bei uns im Haus natürlich dementsprechend warten. Und mit diesen neuen Ausbildungsplätzen, die wir da auch wieder geschaffen haben, können wir auch wieder mehr Azubis natürlich einstellen für diesen Bereich. Wie schwierig ist es, genügend Azubis zu finden, gerade in einer Stadt wie München, wo man ja eine gewisse Grundausstattung auch finanziell braucht, um hier überhaupt existieren zu können? Wichtigste natürlich mit unserem Auswahlkriterium, was bringen die jungen Leute mit? Das ist das Wichtigste. Und zweitens haben wir, ich sag mal, bei BMW, auch wie bei Mini, die Marke zieht in München. Da haben wir einen riesen Vorteil. Wir haben viele, viele Bewerber, wo wir uns auch wirklich die Besten raussuchen können und die auch dementsprechend dann die Ausbildungsvergütung, die nicht so schlecht ist bei uns, auch dementsprechend auch leben von können. Was muss denn heute, wenn sich jemand also Ihre Marke anschaut, was muss denn einer, der bei BMW anfangen möchte, was muss er denn für Rüstzeug mitbringen? Was erwarten Sie in der Vita? Also es kommt jetzt darauf an, wo er bei BMW anfängt. Fängt er im Finanzbereich bei uns an, in der Buchhaltung? Und wenn wir jetzt wahrscheinlich meinen Sie Vertrieb. Und im Vertrieb das können wir zum Beispiel mal exemplarisch nehmen. Exemplarisch nehmen. Ja. Er muss aufgeschlossen sein, er muss mit Menschen können, er muss die Leidenschaft dann auch für die Marke entwickeln oder am besten auch schon mitbringen. Kurzum, die Emotion muss er rübertragen, weil Sie, wenn Sie morgen BMW oder Mini kaufen, Sie möchten ja begeistert werden vom Produkt, aber auch von dem Verkäufer, der Ihnen das Produkt präsentiert. Und kurzum, dieses Rüstzeug bekommt er, aber die Grundausstattung ist die Emotion, erstens Leidenschaft und dass er mit Menschen kann. Es muss menschen. Gerade was die Verkäufer anbelangt, was für eine Ausbildung bieten Sie dann an? Sind Sie auch irgendwo, also wenn ich Sie jetzt höre, was man hier mitbringen muss, sind Sie da auch im Motivationsgeschäft unterwegs? Geben Sie da Ihren Verkäufern eine Ausbildung? Ja, also wenn hier eine junge Frau oder ein junger Mann anfängt, sogenannter Junior-Nachwuchsverkäufer, wird die Ausbildung hier in der Niederlassung stattfinden. Sie sagten das gerade, mit Motivation natürlich unterlegt. Und das Gleiche müssen Sie sich vorstellen, dementsprechende Bausteine durchlaufen dann die neuen Verkäufer, wo sie dann auch fit gemacht werden zum Produkt, wie man verkauft, wie man auf Kunden zugeht, wie man Premium lebt. Also das, und das natürlich mit viel Motivation unsererseits und auch von den Bausteinen her haben wir wirklich Top-Trainer, die dementsprechend unser Personal trainieren. Sie stehen jetzt gerade vor einer Wand, wo Ihre Verkäufer sozusagen für den Kunden gleich visuell erkennbar sind.
Man weiß ja von Unternehmen, dass sie dann den Verkäufer des Monats, des Jahres ausrufen. Gibt es sowas bei Ihnen? Ist sowas sinnvoll, um auch ein bisschen die Konkurrenz untereinander anzufeuern? Ja, aber das würden wir nicht hier irgendwo an so einer Wand zeigen. Natürlich haben wir dementsprechende Rankings. Das ist wie beim Fußball, die Bundesliga-Tabelle gibt es da auch. Aber natürlich, das geht nach Zugehörigkeit und wie lange ist einer dabei. Das tun wir natürlich schon dementsprechend darstellen. Aber natürlich, die Motivation muss eines jeden da sein, dass wir dementsprechend oben stehen. Es ist ja auch immer wieder die Frage, wie alt dürfen Verkäufer sein? Das ist ja wahrscheinlich auch für Sie im Management mit entscheidend, wen Sie zu welchem Produkt führen. Es gibt zum Beispiel im Möbelgeschäft gibt es durchaus die Erfahrung, dass man sagt, die über 50-Jährigen sind gesucht und können sehr sinnvoll sein im Verkauf. Bei anderen Produkten weiß man, um Gottes Willen, nicht älter als 30 dürfen die Verkäufer sein. Wie gehen Sie dieses Thema an? Wir haben ja, ich sagte es ja gerade, die Nachwuchsverkäufe sind zwischen 22, 23 bis 30. Und wir haben Verkäufer, Gott sei Dank, von bis. Wir haben super Verkäufer, die dementsprechend die Kunden schon seit zig Jahrzehnten top bedienen. Und die brauchen wir auch. Die haben schon beim Alter vorne eine 6 stehen. Gott sei Dank haben wir diese Erfahrung im Haus. Aber natürlich auch im Mittelfeld zwischen 30 und 40 sind die meisten zu Hause. Wie pflegt man denn gute Kunden im Autogeschäft? Also wenn jetzt einer ein Auto gekauft hat, dann kann man ja erstmal einen Haken machen und sagen, okay, den Kunden, den haben wir jetzt. Wie nachhaltig pflegen Sie Ihre Kunden? Erstmal, das allererste ist, einen Kunden aus dem Interessenten erstmal einen Kunden machen. Das ist erstmal die Kunst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, unsere Schauräume oder dementsprechend, dass wir auf den Kunden natürlich zugehen. Wenn wir dann, nehmen wir mal an, ihn als Kunden haben, ihn weiterhin zu loyalisieren. Ja, und da ist jetzt wieder das Geschick des Verkäufers oder auch einer Niederlassung insgesamt, da ist auch mein Geschick gefragt, die Kunden bei Laune zu halten, mit zum Beispiel, welche Hobbys hat der Kunde? Spielt er Golf, spielt er Tennis, geht er gern zum Segeln? Da bieten wir auch Programme. Wir hatten gerade wieder ein tolles Golfturnier, wo wir auch die Marke natürlich inszenieren, aber auch uns und was wir drumherum bieten. Und das schätzt der Kunde. Darüber loyalisieren sie ihn und sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, was BMW München macht. Den ersten kaufen sie beim Verkäufer und den zweiten im After-Sales oder bei solchen Veranstaltungen, nämlich beim Verkäufer, weil sie ihn kennen und vertrauen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, das Vertrauen zwischen Verkäufer und Kunde. Können wir nochmal in die Richtung gehen. Inwieweit engagiert sich denn jetzt BMW auch in einer Stadt wie München? Also wir sind ja hier sehr verwöhnt, was Events anbelangt. Also wir haben ja wirklich, also gerade im Sommer, täglich die Möglichkeit, uns irgendwo hier entertainen zu lassen. Wo zielt da BMW und Mini hin? In welchen Bereichen engagieren Sie sich, um eben die Marke auch nach draußen zu tragen? Speziell? Nehmen wir mal die Kultur. Da hatten wir gerade Oper für alle. Das ist über Jahre schon geübt. Das ist ein fester Bestandteil mit der Bayerischen Staatsoper zum Beispiel, wo wir Kunden einladen, dementsprechend in die Bayerische Staatsoper, wo wir dort eine Kundenpflege betreiben. Oder unser Golfturnier in Eichenried oder dementsprechende Neuvorstellungen hier, gerade der Paceman, den wir vorgestellt haben, hier im Haus. Das sind Kundenpflegemaßnahmen, wo wir dem Kunden, wie Sie gerade so schön sagten, ihn bei Laune halten. Also dieses Thema, dass es eine glaubhafte Persönlichkeit geben sollte oder auch mehrere, die eine Marke nach vorne treiben, also Markenbotschafter. Wer ist da für BMW unterwegs? Da haben wir jetzt zum Beispiel gerade in der DTM Bruno Spengler, Tom Chick oder für uns jetzt hier auch, weil man kennt ihn ja in München, Jonas Kaufmann. Aber auch Joschka Fischke ist für uns Markenbotschafter, Katharina Witt, ja, und Prinz von Bayern, ganz weit vorne. Haben Sie sich bei Joschka Fischer erst mal gewundert, dass er Markenbotschafter geworden ist? Weil von Straßenkämpfer zu Markenbotschafter bei BMW ist ja ein langer Weg. Gut, der Straßenkämpfer war mal Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, also mehr geht nicht. Und ihn dann als Markenbotschafter zu gewinnen, das war bestimmt eine tolle Geschichte. Ich war nicht dabei, aber ich unterstütze das. Was wäre jetzt für Sie sozusagen hier in München eine schöne Weiterentwicklung? Wo würden Sie gerne jetzt mit Mini und mit BMW im nächsten Jahr stehen? Wenn wir jetzt zurückblicken und sagen, das nächste Jahr von Peter May hat sich so hin entwickelt.
Was bei uns sehr wichtig ist, Umsatz, Ergebnis, aber das allererste ist Kundenzufriedenheit. Und die auszubauen, das ist mein tägliches Doing mit meiner Mannschaft zusammen. Da sind wir auf einem hohen Niveau. Aber Sie wissen ja, das ist ja wie bei den Bayern hier, ganz bei den Fußballern, das ist ja ganz wichtig, das zu halten ist ja die Kunst. Und wenn wir das halten und hier und da auch ausbauen, bei Mini wie auch bei BMW, dass die Kunden sagen, Daumen hoch, da gehen wir gerne hin und da kaufen wir auch gerne das nächste Fahrzeug. Das ist mein Hauptziel. Natürlich mit den neuen Modellen am Markt hier erfolgreich zu sein, die wir jetzt hier vor der Tür haben. Das neue 4er Coupé und was ich vorhin schon erwähnte, der i3, den natürlich nächstes Jahr im ersten vollen Jahr ihn richtig dementsprechend auch einzuführen und bitte erfolgreich. Wird es immer schwieriger, Kunden zu bedienen? Also werden die Wünsche der Kunden immer anspruchsvoller? Der Kunde von heute ist sehr anspruchsvoll. Ja, und dem müssen wir gerecht werden. Und dementsprechend sprach ich gerade von der Kundenorientierung. Also heute nur ein Fahrzeug zu verkaufen und auszuliefern, wir hatten uns ja gerade vorher darüber unterhalten, da müssen wir auch schon, und das machen wir auch bei BMW wie auch bei Mini, kundenspezifisch den Kunden dann für 3 Jahre, so im Schnitt läuft ein Leasingvertrag oder ein Kauf 5 Jahre, ihn dementsprechend auch immer begleiten. Mit vielen Maßnahmen, mit Veranstaltungen, auch dass der Verkäufer anruft, dass er mich ab und zu sieht, der Kunde, und auch mal, wo ich ihn begrüßen darf. Und deshalb ist das für mich elementar wichtig und das möchten wir die nächsten Jahre ausbauen. Können Sie es festmachen, wo die Kundenwünsche im Anspruch sich nach oben bewegen? Im After-Sales-Geschäft. Früher hat der Kunde das Auto abgegeben und der möchte heute schneller betreut werden. Die Termine müssen exakter laufen und vor allem die Zwischenlösung, solange sein Fahrzeug in der Werkstatt ist oder im Service, was passiert da? Und da haben wir dementsprechend auch Programme, um den Kunden auch bis zu seiner Abholung auch dementsprechend zu bedienen, sprich über einen Ersatzwagen oder durch ein schönes Bistro. Das sind Kleinigkeiten, aber früher waren das schon tolle Geschichten, heute sind das Basics und die müssen wir ausbauen. Wie ist das Verhältnis zu den beiden anderen großen deutschen Marken hier in der Stadt? Auf Augenhöhe. Und sehr respektvoll. Peter May, an dieser Stelle wünsche ich Ihnen, dass Sie das Geschäft weiter so treiben wie Ihre Vorgänger, erfolgreich. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Automobilforum Kuttendreier, zum 3. Mal Gewinner des Ford Sherman Award, die höchste Auszeichnung für zufriedene Kunden, wünschten gute Unterhaltung. Automobilforum Kuttendreier und AHG, Just Drive.